3500 Kilometer von Russland entfernt, im südfranzösischen Biarritz, sitzt ein Mann am Strand, der alles hinter sich gelassen hat. Seine Heimat, den Krieg und den verhassten Staatschef Wladimir Putin. Es ist Pavel Filatjew, ein russischer Soldat, der nicht mehr kämpfen mag. Ich wollte den Krieg stoppen, meine Landsleute dazu bewegen, ihre Bürgerrechte einzufordern, ihnen zeigen, dass der Krieg nicht aussieht wie bei Netflix oder den russischen Nachrichten. Filatjew war einer von Putins Elitesoldaten. Ein Fallschirmjäger, der im Tschetschenienfeldzug diente und dann auf der Krim stationiert war. Als Russland die Ukraine überfällt, kämpft er 2 Monate an der Front, bis er am Auge verletzt wird. Über seine Erlebnisse hat der 33-Jährige ein Buch geschrieben, über die Unfähigkeit russischer Kommandeure und den missglückten Krieg. In Russland ein Skandal. Ich wusste, dass man mich für meine Meinung verfolgen wird. Man kriegt bei uns 5 bis 7 Jahre Knast für harmlosere Sachen. Und im Gefängnis hätte man mich dazu zwingen können, ein Video aufzunehmen, in dem ich sage, dass ich verrückt bin, gelogen habe und Geld aus dem Westen bekommen habe. Dann wären alle meine Bemühungen umsonst gewesen. Seine Abrechnung mit dem System macht Filatjew zum Staatsfeind. Er hat Angst um sein Leben. Er wendet sich an Wladimir Assetschkin, den Leiter einer NGO mit Sitz in Frankreich. Eigentlich hilft der inhaftierten Regimegegnern und Häftlingen. Seit neuestem melden sich aber immer mehr Soldaten. Er ist der erste Kämpfer in diesem Jahr, der sich an die Öffentlichkeit gewandt hat. Wir haben sofort verstanden, um was es geht. Wir wussten, dass er in einer sehr prekären Lage ist, in einem schlechten psychischen Zustand. Er wollte sich selbst bestrafen. Er war kurz davor, Selbstmord zu begehen oder im Gefängnis zu landen. Die beiden fassen einen Plan. Filatjew soll schleunigst raus aus Russland. Am Ende sitzt der Fallschirmjäger im Flieger nach Frankreich. Auf welchen verschlungenen Wegen er das geschafft hat, will er aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Unmittelbar nach der Ankunft schließt er mit seiner russischen Vergangenheit ab. Dokumentiert das in einem Video. Das ist mein Militärausweis. Hier ist alles aufgelistet, wo ich gedient habe. Scheiß drauf. Weg damit. Das ist mein Reisepass. Putin ist nicht Russland. Wladimir, der große Realitätsverweigerer. In der Heimat inszeniert er seine Armee Hollywood-reif als kampfbereite Truppe. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Filatjews Aussagen sind Berichte aus erster Hand, exklusive Einsichten über einen demoralisierten Haufen. Warum kämpft die russische Armee nicht einfach weiter? Weil viele Militärs nicht mehr wollen. Aber darüber redet man nicht offen. Die Kameraden entziehen sich dem Dienst. Sie kündigen unter allen möglichen und erdenklichen Vorwänden. Das Motiv ist immer dasselbe. Sie sagen, ich will nicht mehr in diesem Scheiß drinstecken. Das ist nicht mein Krieg. Die schlechte Moral. Ein Grund, warum die ukrainische Armee derzeit in vielen Gebieten auf dem Vormarsch ist. Im Süden und Nordosten erobern sie von den Russen besetzte Gebiete zurück. David ist plötzlich größer als Goliath. Fahrt in die Ortschaft Balaklia. Das Städtchen wurde erst vor kurzem zurückerobert, von einem offenbar eher feigen Feind. Sie sind gerannt wie die Mäuse. Sie sind gerannt und haben alles zurückgelassen, ihre Fahrzeuge, auch die eigenen Männer. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Aussagen nicht. Sicher ist nur, die russische Armee gerät in die Defensive. Für den deutschen Militärexperten Carlo Masala durchaus überraschend. Doch es könnte eine grundlegende Wende des Konflikts sein. Strategisch hat Putin den Krieg ja schon verloren. Also von seinen großen strategischen Zielen, nämlich die Denazifizierung, also das heißt die Selenskyj-Regierung muss weg, die Entmilitarisierung, die Operationsfähigkeit der ukrainischen Armee muss sozusagen vernichtet werden, hat er ja nichts erreicht. Und das wird er auch nicht mehr erreichen. Offenbar hat der russische Oberbefehlshaber die Kräfte seiner Truppen überschätzt. Dabei hatte alles so vollmundig begonnen. Ein Propagandavideo zu Beginn des Krieges. Symbolisch verbinden sich uniformierte Sicherheitskräfte mit dem russischen Volk
zu einem großen Z, dem Zeichen für den Krieg in der Ukraine. Am 23. Februar haben wir unsere Waffen und Munition ausgehändigt bekommen. Man hat uns Betäubungsmittel gegeben, auch Morphium für die Verwundeten, wenn sie Schmerzen haben. Am nächsten Morgen um 4 bin ich dann durch Schüsse wach geworden. Links und rechts feuerten die Raketensysteme. Das waren mindestens 10. Ich dachte nur, das war's. Für alle. Der 24. Februar erschüttert ganz Europa. Ein Video von Pavel Filatjews Fallschirmjägereinheit. Auch sie sind im Kampfeinsatz. Doch die so gefürchtete russische Armee ist in Wahrheit wohl eher eine Legende. Es gab verrückte Szenen mit Panzerabwehrraketen. Eigentlich hatten wir genügend davon, aber weil ein Schuss nach unserem Kenntnisstand umgerechnet 7.000 Euro kostet, hat niemand auf dem Übungsplatz damit geschossen. Wir durften nicht. Nach oben wurde aber immer gemeldet, dass wir geübt haben. Warum durfte man damit nicht schießen? Weil die Kommandeure meinten, es ist zu teuer. Warum sollen wir euch Dummköpfe damit üben lassen? Die klamme Supermacht als blutige Anfängertruppe. Auch sonst kümmern sich die Befehlshaber wohl nur halbherzig um die Fußtruppen. Überwachungskameras dokumentieren immer wieder, wie russische Soldaten in der Ukraine vor allem Supermärkte ausplündern. Der Grund? Probleme mit dem Nachschub. Es gab Tage, da fehlte die Butter. Es gab nicht genug davon. Dann die Suppe, Wasser mit nicht gekochten Kartoffelstückchen. Die Köche nahmen sich keine Zeit. Sie sagten, ihr müsst es so fressen, das ist euer Problem. Ansonsten gab es Buchweizenbrei mit kleinen Stücken Wurst. Ein halbes Würstchen für starke, erwachsene Männer. Das war der Rest von 10.000 bestellten Würstchen. 5.000 hatte man vorher unterschlagen und gegen Bargeld verkauft. Bei der restlichen Ausrüstung war es das Gleiche. Und der Aggressor aus dem Kreml? Bisher hat sich Wladimir Putin nicht über den Rückzug seiner Truppen, die schlechte Vorbereitung oder die desolate Versorgungslage an der Front geäußert. Stattdessen lässt er sich zu der Eröffnung eines Riesenrades in Moskau zuschalten. Prioritäten in Zeiten des Krieges. Das ist eine einmalige Einrichtung. 140 Meter hoch. Nicht mal in Europa gibt es so etwas. Also vielen Dank, dass so viel für die Entspannung und Erholung in Moskau getan wird. Für unsere Leute ist es wichtig, mit ihrer Familie etwas Schönes zu unternehmen. Und das, während in der Ukraine zigtausendfach gestorben wird. Putin ein Mann ohne Mitgefühl. Mich schreckt er nicht, obwohl sich die ganze Welt vor ihm fürchtet. Er ist kein starker Mann und ich habe keine Angst vor ihm. Er ist ein Kleinkrimineller ohne Moral. Jetzt wird er mit seiner Bande in eine Ecke gedrängt. Sie fürchten um ihr Leben. Deshalb sind sie zu allen bereit. Ihnen ist egal, wie viele Menschen in Russland oder woanders sterben. In Biarritz trifft Pavel den IT-Ingenieur Sergei Savelyev. Auch er ist geflohen, nachdem er über katastrophale Bedingungen in russischen Gefängnissen berichtete. Ihr Ziel heute? Die südfranzösische Villa des Ex-Ehemannes von Putins Tochter Katharina. Seit ziemlich langer Zeit war keiner mehr von der Putin-Familie da. Wir wissen das, weil wir das Haus immer wieder beobachtet haben. Und als wir dann die Chance hatten, reinzugehen, haben wir die Gunst der Stunde genutzt. Im März brechen die Aktivisten dann kurzerhand in die Villa ein, um sie zu besetzen. Das Luxusanwesen mit exklusivem Meerblick ist geschätzte 10 Millionen Euro wert und ein Symbol für die russische Schere zwischen Arm und Reich. Es gibt sehr viel Armut in Russland. Wie oft mussten Bürger schon Geld für die medizinische Versorgung kranker Kinder sammeln? Und Leute wie Putin wissen nicht einmal, wie viele von solchen Häusern sie überhaupt besitzen. Ich kann sie nur bemitleiden. Der Hass auf Putin und seine Enthüllungen haben Filatjew ins Exil getrieben. Er und NGO-Chef Wladimir Osetschkin wissen, dass das kein Einzelfall bleiben wird. Seine Verletzung hat nicht nur sein Leben, sondern auch seine Seele gerettet. Sie war seine Chance, alles wieder gut zu machen.
Im Moment gibt es tausende junger Männer, die das Gleiche machen wollen. Noch haben sie keine Möglichkeit zu fliehen, aber wir müssen alles dafür tun, damit sie da rauskommen. Wer einmal raus ist, wie Pavel Filatjew, sieht die Welt plötzlich mit anderen Augen. Ungetrübt von Putins Heile-Welt-Propaganda. Alles in Russland, selbst der Gang zum Supermarkt, ist ein Kampf. Du siehst überall verbitterte Menschen. Sie sind unzufrieden mit der Politik. In der Gesellschaft muss was passieren, auch mit den alltäglichen Problemen. Hier leben die Menschen. Bei uns überleben sie nur und müssen den Gürtel immer enger schnallen. Die Rechte für sein Buch wurden jetzt von einem amerikanischen Verlag gekauft. Es soll schon bald in mehreren Sprachen erscheinen. Sein Honorar will Filatjew an Hilfsbedürftige in der Ukraine spenden.